Hallo, heute mache ich Spaghetti-Nester mit Spargel und Garnelen. Dazu brauche ich Spaghetti, Olivenöl, Spargel, Knoblauch, Eier, Sahne, gemischte Kräuter, Mozzarella, Garnelen und Bio-Zitrone, Salz und Pfeffer. Und jetzt geht's los. In dieser Schale habe ich jetzt die Eier. Dann gebe ich einen Teil der Kräuter hinzu. Den Käse. Die Sahne. Und verrühre das Ganze jetzt. Die Mischung wird jetzt mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Gambas werden jetzt gemischt mit Zitronensaft, 2 Esslöffel Olivenöl und Salz. Die Spaghetti sind jetzt gekocht. Da mache ich jetzt 3 Esslöffel Öl hinein und mische das Ganze, damit sie nicht so sehr aneinander kleben. So, ich erhitze jetzt das Öl, dünste kurz den Knoblauch und dann kommt der Spargel rein. So circa 5 Minuten wird er kurz angebraten. Sind jetzt gekocht und abgekühlt und da ist Olivenöl drin und jetzt mache ich die Eier-Mozzarella-Kräutermischung drüber. Misch das Ganze. Jetzt kommt noch der Spargel dazu. Alles gut mischen. Die Nudelnester drehen sich am besten mit so einer Pinzette. Jetzt mache ich noch den Spargel überall dazu. Und dann kommt obendrauf die Garnele. Die Nudelnester sind jetzt soweit fertig. Jetzt mache ich noch den Rest von dem Mozzarella drauf. Dann kommt das Ganze bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Für 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr merkt, es wird zu dunkel obendrauf, macht ihr bitte etwas Alufolie zum Schutz hin. Okay, das sind meine Spaghetti-Nester mit Spargel und Garnelen. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen lieben Kommentar und wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!